Hallo und willkommen zur Diskussion über eines der spannenden Konzepte der verteilten Systeme, logische Zeit. Unser Ziel wird sein, kausale Kommunikation, kausale Gruppenkommunikation einfach zu realisieren. Und wie gesagt, dazu brauchen wir einen kleinen Schlenker in diese Idee der logischen Zeit. Was meine ich damit? Wenn Sie kausalen Multicast sich überlegen, dann ist vielleicht in Ihrer ersten Idee, als Sie vorhin das Video pausiert haben, ist vielleicht Ihre erste Idee gewesen, naja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Um diese potenzielle Kausalität auszudrücken, ist doch eine naheliegende Technik, sich daran zu erinnern, dass Ursachen vor den Wirkungen eintreten. Also, wenn ich diese Reihenfolge weiß, Ursache vor Wirkung, dann ist doch alles gesagt, dann weiß ich doch, was passiert. Also eigentlich... Eigentlich brauchen wir Timestamps. Also die erste Idee wäre, mit Zeitstempeln, die ich in meine Nachrichten reinschreibe, kann ich direkt Kausalität ausdrücken. Ich muss nur mir die Zeitstempel anschauen und weiß bereits alles, was ich wissen muss. Denn ein früheres Event ist dann doch die Ursache für ein späteres Ereignis. Stimmt das? Das ist offensichtlich Unsinn. Das stimmt natürlich nicht. Nur weil etwas vor etwas anderem passiert ist, ist es noch lange nicht die Ursache. Umgekehrt, nur weil etwas nach einem anderen passiert ist, ist es noch lange nicht die Wirkung. Das Einzige, was stimmt, ist, unter normalen Annahmen, wie die Welt funktioniert, das Einzige, was stimmt, ist, wenn es ein Ereignis 1, ein Ereignis A vor B passiert ist, dann kann B nicht die Wirkung von B sein. Kann B nicht die Wirkung von A sein. Die Ursache muss vor der Wirkung sein. Aber alles andere, was können Sie sonst aus Zeitstempeln schließen? Nichts. Okay. Zeitstempel drücken Ihnen nicht Kausalität aus. Also schauen wir uns ein Beispiel an. Sie haben eine Nachricht MA, die von A gesendet wird, bevor MC gesendet wird. Okay, MA wurde vor C gesendet. Aber das ist sicherlich nicht MA, das Senden von MA ist sicherlich nicht das Senden von, hat sicherlich nicht das Senden von MC verursacht. Das Senden von MA, denn beim Senden von MA würde der Zeitstempel doch entstehen. Hier ist das Delivery nach dem Senden von MC passiert. Das Delivery von MA ist nach dem Senden von MC. Das heißt, der Zeitstempel des Sendens von Nachricht MA spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber das ist der einzige Zeitstempel, den Sie bei B zur Verfügung hätten. Den Zeitstempel für das Ausliefern hier, den können Sie bei B nicht voraussetzen. Das heißt, diese Zeitstempel des Sendens, die spielen einfach keine Rolle. Die drücken Ihnen einfach nicht die Information aus, die Sie hier brauchen. Okay? Das Einzige, wie gesagt, das Einzige, was Sie wissen können, ein späteres Ereignis kann nicht die Ursache eines früheren Ereignisses sein. Damit können Sie ein paar Dinge ausschließen. Hier könnten Sie zwar ausschließen, dass dieses MC die Ursache von MA war, aber das reicht uns ja nicht. Wir brauchen die andere Implikationsrichtung. Wir brauchen nicht das ausschließen, wir müssen wissen, was passiert ist. Das ist der eine Punkt. Und das ist unter der Argumentation noch, oder unter der Annahme, Zeitstempel funktionieren perfekt. Ist das so? Natürlich nicht. Wir haben keine perfekten Uhren. Wir haben in einem realen System keine perfekten Uhren, auf die wir uns verlassen können. Die lokalen Uhren sind typischerweise vielleicht grob synchronisiert, mit ein bisschen Glück. Aber Sie können sich keineswegs darauf verlassen, dass Sie zu jedem realen Zeitpunkt alle Ihre Uhren die gleiche Zeit anzeigen. Die wahre Zeit und die angezeigte Zeit, die wahre Zeit und das, was auf Ihrer Armbanduhr ist, sind nicht das Gleiche. Den Zeitstempel können Sie aus Ihrer Armbanduhr, aus dem entnehmen, was Ihr Rechner denkt, wie spät es ist. Aber der denkt was anderes, als der andere denkt. Das heißt, die Zeitstempel, die Clock Values von CA und CC, die können durchaus unterschiedlich sein. Es kann durchaus sein, dass Sie hier einen Zeitstempel 17 in Ihrer Nachricht sehen, aber hier der Knoten denkt, es ist 15. Es ist noch früher. Schickt diese Nachricht los und obwohl es hier eine potenzielle Kausalität gab, obwohl es hier eine potenzielle Kausalität gab, wäre dieser Zeitstempel 15 hier eher dazu geeignet, dafür zu sorgen, Knoten B denken zu lassen, dass
es sich um die falsche, um die andere Richtung der Kausalität handelt. Hier würde ja die Nachricht mit dem Zeitstempel 17 ausgeschlossen werden als Ursache, als potenzielle Ursache für diese Nachricht C, obwohl sie es ist. Also C, Knoten B würde hier gerade den falschen Schluss ziehen. Also der langen Rede kurzer Sinn, Zeitstempel nützen Ihnen gar nichts. Zeitstempel, die Sie von einer tatsächlichen Uhr ablesen, die die reale Zeit versucht zu messen, darzustellen, sind keine gute Option, sind kein gutes Hilfsmittel, wenn Sie versuchen, Kausalitäten darzustellen. Aber dennoch, irgendwas mit diesem davor, danach, Ursache, Wirkung, da ist ja was dran. Nur nicht in der Form, wie es jetzt hier gerade skizziert wurde. Das heißt, wir brauchen eine bessere Art, über Zeit nachzudenken, als es so ein einfaches Ablesen einer Armbanduhr ist. Wir brauchen eine logische Zeit. Wir brauchen etwas, das so fast so sich benimmt wie eine Zeit, dass wir aber genau darauf zuschneiden können in seinem Verhalten, um solche Ursache-Wirkung-Beziehungen wiedergeben zu können. Dazu gehen wir in zwei Schritten vor. Wir machen erstmal als Vorstufe die logische Zeit, die immer noch nicht ganz das leisten wird, was wir hier brauchen. Das werden erst die Vektorzeiten oder die Vektoruhren leisten, die aber auf der logischen Zeit als Konzept aufbauen. Also, bauen wir uns eine logische Zeit. Was ist das? Eine logische Zeit werde ich benutzen, um eine reale Zeit zu ersetzen. Sie soll mir die Aufgabe der realen Zeit übernehmen, in der Hoffnung, dass ich dann diese logischen Zeitpunkte benutzen kann, um nachzuschauen, um zu verstehen, in welcher Reihenfolge Dinge geschehen sind, Ursache-Wirkungsbeziehungen zu deduzieren. Also, ich werde die Idee verfolgen. Kann ich meinen Ereignissen logische Zeitstempel verpassen, die diese Ursache-Wirkung ausdrücken sollen? Dabei kann ich mir zwei Dinge unterscheiden. Der erste Fall ist, es handelt sich um Ereignisse, die innerhalb eines einzelnen Prozesses stattfinden. Das ist unkritisch. Innerhalb meines eigenen Prozesses, innerhalb meiner eigenen Ablaufs, kann ich Zeitverlauf sehen und ich kann Ursache-Wirkung-Beziehungen sehen. Ich weiß, was davor und was danach geschehen ist. Das kann ich lokal entscheiden. Dazu muss mir niemand helfen. Das Problem besteht, was ist mit Ereignissen, die zwischen Prozessen ausgetauscht werden? Nachrichten. Eine Nachricht hat das Ereignis des Abgesendetwerden und das Ereignis des Ankommens. Was ist mit diesen Ereignissen, in welcher Beziehung stehen die? Also für ein verteiltes System, das auf Nachrichtenaustausch basiert, wie kann ich mir eine logische Zeit bauen, die hierfür dieses leistet? So, ein Ereignis, der Begriff ist jetzt ja schon gefallen, ein Ereignis meine ich im Prinzip alles das, was innerhalb eines einzelnen Prozesses geschieht. Das kann Nutzerinteraktion, Rechenschritte, Speicherzugriff oder sonst was sein, das ist alles nicht relevant, das sind Ereignisse, aber die spielen hier keine Rolle. Die können wir im Prinzip auf ein einzelnes Ereignis zusammenschnurren und sagen, okay, da passiert jetzt irgendwas, aber was das ist hier egal. Die interessanten Ereignisse hierfür, für das verteilte System, ist das Senden der Nachricht, einer Nachricht und das Empfangen einer Nachricht. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ereignisse möchte ich anordnen, sodass ich hier dieses Ursache-Wirkung sehen kann. Das machen wir in mehreren Schritten. Für welche Ereignisse wissen wir denn, was wir anordnen können? Naja, für lokale Ereignisse und für solche Sende-Empfangsereignisse für eine Nachricht. Das heißt, wenn ich über das Anordnen von Ereignissen nachdenke, dann ist das in zwei Fällen leicht. Dann ist es in dem Fall, dass es sich um lokale Ereignisse handelt, also Ereignisse, die innerhalb eines einzelnen Prozesses geschehen, ohne mit irgendeinem anderen Prozess im verteilten Sinne zu interagieren. Habe ich zwei solche lokalen Ereignisse, dann weiß ich, ob X vor Y passiert ist oder Y vor X. Okay? Das kann ich aufschreiben, das kann ich festhalten. Und das mache ich, indem ich eine Relation, das ist eine Ordnungsrelation, zwischen Ereignissen aufsetze. Ich sage, X ist Rechtspfeil unten 1, Y, gelesen als X immediately happened before. Y, X happened immediately before Y ist genauso gut. Wenn genau das der Fall ist, wenn X unmittelbar auf dem gleichen Prozess, unmittelbar, deswegen die 1, in einem Schritt unmittelbar vor Y passiert ist. Es ist das unmittelbar vorausgehende Ereignis von Y innerhalb des gleichen Prozesses. Diese Beziehung hier
gilt für zwei Ereignisse X und Y, die innerhalb des gleichen Prozesses stattfinden und unmittelbar aufeinander folgen. Das kann ich lokal beobachten. Da muss mir niemand helfen. Okay, was weiß ich noch? Wenn ich auf Nachrichten gucke, dann weiß ich auch etwas für die Nachrichten. Auch da kenne ich eine Ursache-Wirkung-Beziehung. Auch da weiß ich, dass das Senden einer Nachricht M unmittelbar vorausgeht dem Empfangen von Nachricht M. So, und dieses unmittelbar wird jetzt vielleicht klarer. Das heißt nicht zeitlich direkt davor. Das heißt logisch direkt davor. Denn für diese Nachricht M, die von einem Prozess A nach Prozess B geht, da kann es kein Ereignis dazwischen geben. Das sind die zwei direkt aufeinanderfolgenden Dinge, logisch gesehen, im Lebenszyklus dieser Nachricht. Sie wird gesendet, es vergeht Zeit und dann wird sie empfangen. Aber während diese Zeit vergeht, passiert kein Ereignis für diese Nachricht. Das heißt, bezogen auf die Nachricht M ist das Senden unmittelbar vorausgehend dem Empfangen. Logisch gesehen unmittelbar davor. Nicht unbedingt auf die Armbanduhr geguckt. Das ist egal. Okay? Was wir jetzt also gebaut haben, ist eine sogenannte partielle Ordnung. Eine Partialordnung. Die Rechtspfeil 1, die Immediately Happen Before Ordnung. Formal, das ist eine Partialordnung, das heißt, es ist eine Teilmenge des kartesischen Produktes aller Ereignisse. Ein kartesisches Produkt, alle Paare von Ereignissen. Und es ist eine Teilmenge, weil ja nicht alle Ereignisse A und B zueinander in dieser unmittelbar davor Beziehung stehen. Jetzt können Sie sich noch überlegen, ob es wirklich diese Ordnungsbeziehung erfüllt, Asymmetrie und so weiter. Ja, tut es. Genau. Und damit man es formal richtig aufsagt, es sind nur diese Ereignisse von der vorherigen Folie, also nur lokale Ereignisse, die direkt aufeinander folgen und senden, empfangen von Ereignissen, sind nur diese Ereignisse, die in dieser Beziehung Rechtspfeil 1, in dieser Partialordnungsbeziehung zueinander stehen. Okay? Naja, unmittelbar davor ist ja schön und gut, aber wäre es nicht schöner, wenn ich wüsste, happened before, passierte zuvor? Kann ich das erweitern? Ja, kann ich erweitern. Kann ich erweitern im Sinne der transitiven Hülle einer partiellen Ordnung. Sie erinnern sich an Ihre Modellierungsvorlesung. Sie haben hier eine partielle Ordnung, die Ihnen sagt, dass A Rechtspfeil 1b gilt und es gilt vielleicht B Rechtspfeil 1c. Dann können Sie auch schließen, dann können Sie sich eine neue Ordnungsrelation bauen und das nennen wir jetzt die Happen-Before-Relation, Rechtspfeil ohne das 1, ohne das Immediately. Es darf zwischendurch irgendwie noch andere Ereignisse passieren. Also die transitive Hülle dieser einschrittigen Partialoperation. Transitive Hülle, Sie erinnern sich noch, wenn Sie eine Relation R1 haben, zum Beispiel unser Rechtspfeil 1, was eine Teilmenge vom kartesischen Produkt E kreuz E ist, dann ist die transitive Hülle die kleinste Relation, die kleinste Teilmenge von E kreuz E, sodass das Folgende gilt. R1 ist eine Teilmenge von R. Das heißt, und wenn Sie immer zwei Ereignisse haben, dann ist das Paar E1, E2 in R, in der transitiven Hülle. Wenn entweder E1, E2 in R1 ist, das hatte ich gerade gesagt, oder es gibt ein Ereignis dazwischen, sodass Sie von E1 zu einem anderen Ereignis E kommen durch einen einzelnen Schritt, also durch den Schritt in der Relation R1, und Sie kommen von E zu E2 durch irgendwelche viele Schritte in R. Okay? Sie erinnern sich an die transitive Hülle. Tut mir leid, dass der Zeilenumbruch hier nicht so schön gelungen ist. Also der langen Rede kurzer Sinn. Rechtspfeil, Rechtspfeil sagt mir, Ereignis 1, Ereignis 2 steht in Beziehung happen before, wenn es irgendeine Kette von Ereignissen gibt, die jeweils in unmittelbar Happen-Before-Beziehungen zueinander stehen. Okay? Sehr schön. Wir gucken uns gleich Beispiele an, das macht das bestimmt noch klarer. Ist das jetzt schon das, was wir wollen? Ist Happen-Before Kausalität? Drückt das Kausalität aus? Naja, Kausalität natürlich sowieso nicht, also es ist bestenfalls potenzielle Kausalität. Okay?
klar. Ne? Ich kann nicht wissen, ob die Nachricht wirklich die andere Nachricht ausgelöst hat, aber das haben wir uns ja vorhin schon mit abgefunden, dass ich bestenfalls potenzielle Kausalität ausdrücken kann. Drücke ich die aus? Anders formuliert, sind alle Nachrichten, die möglicherweise Einfluss auf das momentane Ereignis, das ich gerade mir angucke, habe, sind die in dieser partiellen Ordnung enthalten, als Vorgänger in dieser Ordnung? Sozusagen, Sie gucken sozusagen in der Zeit zurück, in die Ursachen zurück. Haben Sie alle möglichen Vorgänge, alle möglichen Ursachen damit drin? Ja, die haben Sie. Sie haben alle möglichen Ursachen, möglichen potenziellen Ursachen damit abgedeckt. Das ist ja schon mal gut. Haben Sie weitere Ereignispaare abgedeckt, also die nicht zueinander in potenzieller Kausalität stehen? Eigentlich nicht. Von daher, ja, es ist nur potenzielle, nicht richtige Kausalität, aber immerhin, das ist ja schon mal was wert. So, was wissen wir noch? Wir wissen noch, dass Happen Before eine partielle Ordnung ist. Das heißt, es setzt nicht alle Ereignisse zueinander in Beziehung. Es kann Ereignisse E1 und E2 geben und die werden wir konkurrente, concurrent oder nebenläufige Ereignisse nennen, wenn es zwei Ereignisse E1 und E2 gibt, sodass weder E1 happened before E2 gilt, noch E2 happened before E1 gilt. Also wenn es nicht der Fall ist, dass E1 eine mögliche Ursache von E2 ist, aber auch E2 keine mögliche Ursache von E1 ist, dann und nur dann nenne ich solche Ereignisse nebenläufig, concurrent oder konkurrent. Okay? So, schauen wir uns Beispiele an. Angenommen, ich habe folgende Situation. Ich habe drei Prozesse ABC, bei denen die Ereignisse A, B, C, D, E und F stattfinden, wie hier im Bild gezeigt. Jetzt können wir uns überlegen, dass natürlich erstmal lokal gilt, B happened unmittelbar, happened immediately before C, C happened immediately before D. E happened immediately before F, auch wenn da lange Zeit dazwischen ist, das ist egal. Es geht nur um die logische Struktur, nicht um den absoluten Zeitabstand. Und wir haben noch A happened immediately before C. C ist nämlich das Empfangsereignis der Nachricht, die von A geschickt wurde. Und genauso D immediately happened before F. Okay? So, und jetzt haben wir also hier die entsprechenden immediately-Konsequenzen. Und jetzt können wir uns noch ein Beispiel angucken. Ich behaupte A happened before F. Nicht immediately, aber happened before. A happened before F, nämlich über die Zwischenschritte C und D, sodass A immediately happened before C, C immediately happened before D, D immediately happened before F. Und damit habe ich diese happened before-Beziehung hier zwischen A und F konstruiert. Okay? Andererseits gilt zum Beispiel A nebenläufig E, denn weder gilt A happened before E, es gibt hier keine Nachricht, die die in Bezug setzen könnte und sie sind auf verschiedenen Prozessen und genauso gilt nicht, dass E happened before A ist. Ich betone es nochmal, das ist eine logische Struktur. Die Tatsache, dass A früher in absoluter Zeit, ne, absoluter Zeit vergeht ja hier nach unten, dass A früher in absoluter Zeit vor E passiert, hat nichts, aber auch gar nichts mit der Happen-Before-Relation zu tun, die genau diese logische Struktur der Abhängigkeiten durch Nachrichtenaustausch darstellen soll. Sehr schön. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil wir über die Happen-Before-Relation den kausalen Multicast definieren können. Jetzt endlich in einer präzisen Form. Nämlich folgendermaßen. Unser Multicast-System, unsere Gruppenkommunikation ist kausal, wenn es folgende Eigenschaft erfüllt. Wann immer zwei Nachrichten, M1 und M2, die Eigenschaft haben, dass das Senden von M1 happened before dem Senden von M2 ist, dann möchte ich sicherstellen, dass ich M1 an allen beteiligten Teilnehmern vor M2 ausliefere an die Applikation. Das ist meine formale Forderung an ein Multicast-System. Okay, schön, wir haben es jetzt präziser hingeschrieben. Bis jetzt haben wir aber nur eine Forderung aufgeschrieben. Das ist eigentlich jetzt nur ein Notationskonzept oder eine Modellierungsidee. Bis jetzt habe ich noch keine richtige Idee,
wie ich das umsetzen könnte, wie ich jetzt dafür sorgen könnte, dass dieses Konzept auch tatsächlich zum Leben erweckt wird in einem realen Protokoll. Wir brauchen eine Möglichkeit, ein Verfahren, tatsächliche Zeitstempel zu erzeugen. Das machen wir gleich im nächsten Video mit dem sogenannten Lampert-Zeit-Algorithmus. Dazu brauchen wir aber noch die richtige Definition der logischen Zeit. Habe ich ja noch nicht gesagt. Ich wollte mir sowas Ähnliches wie einen Zeitstempel bauen. Ich brauche jetzt noch wirklich die logische Zeit. Das mache ich folgendermaßen. Eine logische Zeit ist sowas Ähnliches wie eine Zeit. Was ist aber Zeit? Zeit ist eine Menge von Zeitpunkten, die in einer fortsteigenden Beziehung zueinander stehen. Okay, irgendwie so. Sie kennen den alten Spruch von Einstein, Zeit ist das, was man auf einer Uhr misst. So ähnlich machen wir es hier. Eine logische Zeit ist das, was ich mit diesem Verfahren hier repräsentieren kann. Eine logische Zeit ist eine Abbildung von Ereignissen in eine Menge. Und diese Menge, das nennen wir dann die Zeitpunkte, die logischen Zeitpunkte, diese Menge ist total geordnet. Bis jetzt haben wir von Partialordnung geredet. Sie merken, wir machen den Schritt von der partialen Ordnung unserer Ereignisse, der Happen-Before-Relation, in die totale Ordnung von etwas, was ich als Zeit auffassen möchte. Also bauchgefühlmäßig absolute totale Ordnung. Es sind immer zwei Zeitpunkte miteinander auf größer oder kleiner vergleichbar. T wird mir meine Zeitpunkte repräsentieren. Da kann ich Bitstrings oder sonst was nehmen. Das tut nichts zur Sache, wie die aussehen. Sie müssen nur total geordnet sein. Ich fordere, dass ich keinen zwei Ereignissen den gleichen Zeitpunkt zuordne. Ich muss mir also nicht irgendwie Gedanken machen, dass zwei Dinge gleichzeitig passieren. Das schließe ich einfach hier aus. Und ich werde fordern, dass die Ereignisse, die auf einem Prozess P lokal passieren, aufsteigende Zeitpunkte haben. Okay, das ist plausibel, oder? Wenn auf einem Prozess Ereignis A vor Ereignis B passiert, dann fände ich das schräg, wenn das Ereignis B einen kleineren Zeitstempel, kleiner kann ich hier definieren, weil es total geordnet ist, einen kleineren Zeitstempel als Ereignis A bekäme. Also lokal innerhalb eines Prozesses hätte ich schon gerne meine Zeitstempel aufsteigend. Okay? Das ist für Ereignisse innerhalb eines Prozesses. Was ist mit Nachrichten? Naja, meine Nachrichten haben das Senden und das Empfangen als die beiden wesentlichen Ereignisse. Was ich fordere ist, plausiblerweise denke ich, dass ich den Zeitstempel, dem ich dem Senden eines Ereignisses Sende-Nachricht zuordne, also L ist ja eine Abbildung von Ereignissen, dass das L des Senden der Nachricht M soll kleiner sein als die Zeit, die ich dem Empfangen der Nachricht M zuordne. Der Zeitpunkt des Sendens ist kleiner als der Zeitpunkt des Empfangens. Auch da würde ich denken, würden Sie mir zustimmen, dass das eine plausible Forderung ist. So, das hier ist naheliegend. Dann braucht man hier noch eine Fortschrittsbedingung. Das ist eher technisch. Für jeden Zeitpunkt T gibt es nur endlich viele Ereignisse davor. Das macht man, um sowas wie Häufungspunkte auszuschließen, dass sie nicht so sich an einen Zeitpunkt aninterieren können. Das ist aber eher eine Technicality, die uns hier nicht weiter interessieren muss. Wenn wir sowas haben, dann merken Sie ja, das passt irgendwie zusammen. Nicht? Diese Happen-Before-Relation ohne solchermaßen definierte logische Zeit, das passt. Ne? Und dieses Passen, das kann ich noch genauer sagen. Ich sage, eine logische Zeit, die so strukturiert ist, die passt gut mit dem Happen-Before zusammen. Genauer, eine logische Zeit nenne ich compatible, zusammenpassend mit Happen-Before, wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, wenn für beliebige zwei Ereignisse in Alpha die Menge aller Ereignisse in einem Ablauf meines verteilten Systems, wenn für zwei beliebige Ereignisse gilt, ist X happen before Y, dann erwarte ich, dass der Zeitpunkt, der X zugeordnet wird, kleiner ist als der Zeitpunkt, der Y zugeordnet ist. Wenn X happen before Y ist, wenn X eine happen before Y ist, wenn X eine mögliche potenzielle Ursache von Y ist, dann soll der Zeitpunkt von X kleiner als der von Y sein. Sonst hätten wir wieder Ursache und Wirkung in den Zeitstempeln vertauscht. Die mögliche Ursache früher als ihre Wirkung? Nein, das will ich nicht. Eine logische Zeit, die das hier erfüllt, ist kompatibel mit meiner Happen-Before-Ordnung.
Und ich glaube, auch da werden Sie mir zustimmen, es ist plausibel, sich auf kompatible logische Zeiten zu beschränken. Ich kann irgendwelche logischen Zeiten machen, indem ich irgendwelchen Ereignissen irgendwelche Zeitpunkte zuordne, aber das nützt mir nichts. So, die spannende Frage ist jetzt, gilt die Umkehrung? Gilt, wenn der logische Zeit von x kleiner ist als die logische Zeit von y, gilt dann x happened before y? Und das gilt nicht. Und da können Sie sich jetzt kleine Beispiele überlegen, wir gucken auch gleich noch ein Beispiel. Das gilt nicht. Anders formuliert, nur weil Sie L kennen, nur weil Sie die logischen Zeitpunkte kennen, kennen Sie noch nicht die Happen-Before-Relation. Und das ist ja eigentlich schade, nicht? Eigentlich wollten wir das doch. Eigentlich war doch die Hoffnung, wir bauen uns etwas, sodass wir Zeitpunkte berechnen können und lesen daraus ab, ob etwas die potenzielle Ursache von etwas anderem ist. Okay, da brauchen wir dann noch einen zweiten Schritt. Das sind dann die Vektorzeiten gleich. Aber was folgt denn jetzt daraus? Das sagt mir doch, dass es für eine gegebene Happen-Before-Relation mehrere logische Zeiten gibt, die trotzdem alle kompatibel sind. Okay? Das ist nicht eindeutig. Andersrum formuliert, aus einer gegebenen Happen-Before-Relation, die eindeutig ist, wenn die Ereignisfolgen einmal da sind, gegeben eine Happen-Before-Relation, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, Zeitpunkte auf meine Ereignisse draufzuschreiben, die sind trotzdem noch kompatibel. Ich habe Freiheitsgrade. Ich habe Freiheitsgrade, wie ich das machen kann. Diese Freiheitsgrade werde ich benutzen, um mir gleich im nächsten Video einen Algorithmus zu bauen. Das hat noch, diese Freiheitsgrade haben noch eine lustige kleine Eigenschaft, die, das erzähle ich Ihnen noch so im Vorbeigehen, das brauchen wir vielleicht noch später. Es ist die sogenannte Ununterscheidbarkeit. Das meint Folgendes. Was können Sie denn eigentlich als Prozess, der nur lokal beobachten kann? Sie sehen nur Ihre lokalen Ereignisse. Was können Sie eigentlich wirklich sehen? Sie sehen eine Folge von Ereignissen, lokal oder Nachrichtenankünfte. Können Sie aufgrund dieser Beobachtung unterscheiden, ob eine Nachrichtenabsendung zum Beispiel etwas früher oder etwas später passiert ist? Können Sie wirklich unterscheiden, wenn in einer möglichen realen Zeit Ihr Absenden einer Nachricht etwas später oder etwas früher passiert ist? Naja, manchmal ja, manchmal nein. Sie können zwei verschiedene Ausführungen dann unterscheiden, wenn Sie Ihre lokalen Ereignisse verändern oder wenn das Nachrichteneintreffen und Absenden sich verändern würde. Die Aussage ist jetzt hier, oder die Beobachtung vielleicht eher ist, angenommen, Sie haben irgendeine Folge von Ereignissen, eine Ausführung mit Ereignis hier, Ereignis hier, Ereignis hier, und Sie haben da irgendeine logische Zeit dran geschrieben, okay, eine kompatible logische Zeit dran geschrieben. Dann gibt es die lustige Eigenschaft, dass Sie diese logische Zeit hier als eine mögliche reale Zeit benutzen dürfen. Und eine solche Veränderung wäre für einen Prozess nicht beobachtbar. Das könnte der nicht unterscheiden. Das könnte der nicht unterscheiden, wenn Sie sozusagen die realen Zeitpunkte verändern könnten. Das ist die sogenannte Gummiband-Transformation, die Rubberband-Transformation. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Angenommen, wir haben hier unsere drei Prozesse mit folgenden Zeitpunkten. Und auf die habe ich irgendwelche Zeitpunkte draufgeschrieben, weil ich Spaß daran hatte, das so zu machen. Und jetzt müssten wir uns überzeugen, dass es erstens eine logische Zeit ist, steht auf jedem Ereignis eine Zahl, ja, tut es. Ist die kompatibel? Sind die lokalen Ereignisse aufsteigend nummeriert? Sind sie 3, 4, 8, 9, 2, 7, 10, 1, 5, 6? Ja, sind aufsteigend nummeriert. Und passt es mit den Nachrichten? Ist das Senden immer kleiner? Hat das Senden immer einen kleineren Zeitpunkt als das Empfangen? Ja, 1, 8, 4, 5, 2, 3, 9, 10 und 6 und 7. Okay, das ist eine logische Zeit. Das ist sogar eine kompatible logische Zeit, die happened before mit ist. Sie merken, ich hätte hier es auch anders machen können. Ich hätte hier eine 2 und da eine 1 hinschreiben können. Das wäre genauso eine kompatible logische Zeit gewesen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das zu tun. So, diese Gummiband-Transformation sagt jetzt, solange es eine kompatible logische Zeit ist,
dann darf ich an diesen Zeitpunkten, dann darf ich mir diese Dinger hier, diese Zeitabläufe zwischen zwei Ereignissen als Gummibänder vorstellen, an denen ich hoch und runter ziehen kann. Ich darf die nicht verknoten, ich darf hier nichts vertauschen, aber ich darf hoch und runter ziehen. Das heißt, ich kann diese Zeit, diese Ereignisse nehmen und auf den absoluten Zeitpunkt schieben, der durch die logische Zeit gegeben ist. Ich kann dieses Ereignis auf den absoluten Zeitpunkt einsetzen und es bleibt, wenn ich das tue und das mit allen Ereignissen entsprechend tue, dann bleibt es eine Ausführung, die mit einer logischen Zeit versehen ist, die kompatibel mit der Happen-Before-Relation ist. Und als einzelner Prozess C können Sie das hier 1, 5, 6 mit genau den gleichen Nachrichten, 1, 5, 6 mit genau den gleichen Nachrichten, das können Sie nicht unterscheiden von dieser Realität. Sie haben zwei Realitäten, die Sie nicht unterscheiden können. Es sei denn, Sie haben Zugriff auf echte Uhrzeiten. Das wird sich noch als praktisch herausstellen, wenn wir mal gucken, wie die Vorlesung noch weiterläuft. Wenn wir noch über Cuts und Consistent Cuts reden, dann kann man das hier schön darüber charakterisieren. Aber ansonsten ist die Gummiband-Transformation eher so eine kleine Kuriosität am Rande. Okay, lassen Sie mich versuchen, das hier mal einen kleinen Strich zu ziehen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, reale Zeiten sind eigentlich nicht nützlich, weil Sie haben Uhren, die falsch gehen und so weiter. Wir wollen logische Zeiten stattdessen einführen, aber diese logischen Zeiten sollten irgendwie plausibel sein. Sie sollten plausibel sein in dem Sinne, dass sie Reihenfolgebeziehungen, Happen-Before-Beziehungen, mögliche potenzielle Kausalitätsbeziehungen zwischen Ereignissen respektieren. Das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, wir definieren Happen-Before als transitive Hülle von unmittelbaren Ursache-Wirkungen und haben dann gefordert, dass die logischen Zeiten, die wir auf Ereignisse schreiben, kompatibel mit der Happen-Before-Relation sein sollen. Super. Das ist aber noch nicht programmatisch, das ist noch nicht algorithmisch. Wir brauchen noch ein Verfahren, wie wir das ausrechnen können, wie wir wirklich Zeitstempel jetzt berechnen können. Und das machen wir im nächsten Video, wenn wir den Lampard-Algorithmus besprechen. Erstmal danke fürs Zuhören.